1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr auch wieder da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, unsere Dienstagnacht-Ausgabe. Wir haben diese Woche kein festes Thema. Wir machen die ganze Woche die Sendung offen und frei für eure Themenvorschläge. Und ab nächste Woche gibt's dann wieder wöchentlich zweimal eine feste Themenrubrik. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier jetzt live, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heißt Julia. Stimmt das? Ja, genau. Julia. Julia ist 19 Jahre alt und jetzt bei mir. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Um was geht's bei dir, Julia? Bei mir geht's darum, dass meine Eltern sich eigentlich getrennt haben. Und mein Vater, der ist im Januar ausgezogen. Mhm. Und ja, ich komme mit der ganzen Situation einfach nicht ganz zurecht und ist auch so, dass meine Mutter jetzt immer öfters weg ist. Bist du Einzelkind? Nein, ich habe einen kleinen Bruder, der ist 15. Ja. Und aber du wohnst bei deiner Mutter? Genau, ich wohne mit meiner Mutter und meinem kleinen Bruder zusammen. Ja. Und ja, es war halt auch öfters jetzt so, dass meine Mutter mal für 1-2 Wochen geht und ich dann nach meinem Bruder gucken muss und eigentlich alles auf meine Verantwortung geht. Mhm. Und was hat die Mutter 1-2 Wochen gemacht? Die ist weggegangen, oder? Ja, also die hat angefangen zu chatten, als mein Vater ausgezogen ist. Ja. Und jetzt geht sie immer zu ihren Chatbefreunden. Ach so, und dann bleibt die schon mal 2 Wochen am Stück weg? Ja, das ist jetzt vor kurzem vorgekommen. Hm. Du hast gerade am Anfang gesagt, meine Eltern haben sich eigentlich getrennt. Was heißt eigentlich? Es wurde nie so richtig ausgesprochen, ob sie jetzt eigentlich noch zusammen sind oder nicht. Aber der Vater ist zumindest ausgezogen. Das ist ja schon mal ein klares Indiz für eine Trennung. Ja, und seit 3 Jahren ist bei meinem Vater auch eine andere Frau im Spiel. Ach so. Und da weiß keiner so genau, ob der mit ihr zusammen ist oder was mit ihr hat. Und er sagt, er hat nichts mit ihr. Aber sprechen halt viele Indizien auch dagegen. Ja, also er ist mit der zusammen und er sagt, er hat nichts mit ihr. Ja, das sind solche Sachen. Er übernachtet bei ihr, ist die ganze Woche bei ihr, sagt aber, er wollte eigentlich eine Auszeit, weil er für sich sein wollte. Ach so. Das heißt, das geht schon seit einer ganzen Weile in eurer Familie nicht gerade sehr harmonisch zu? Seit drei Jahren. Wie lange sind deine Eltern zusammen gewesen? 22 Jahre verheiratet. Was hast du für ein Verhältnis zu deiner Mutter? Ja, bitte? Was für ein Verhältnis hast du zu deiner Mutter? Also ich habe eigentlich immer ein viel besseres Verhältnis zu meinem Vater gehabt als zu meiner Mutter. Mhm. Aber mittlerweile sieht mich meine Mutter, glaube ich, nicht mehr als Tochter, sondern eher als Freundin an. Aha. Sie redet mit mir über sexuelle Sachen, wo zwischen ihr und meinem Vater laufen. Und ich denke, ich als Tochter muss sowas eigentlich nicht mitkriegen. Ach so, das willst du gar nicht hören? Nein. Nee. Aber dann sagt die Mutter dir doch auch wahrscheinlich offen, was los ist. Welche Gefühle zum Beispiel deine Mutter noch zu ihrem Mann hat. Ja. Und wie sind die Gefühle? Also es ist so, dass sie eigentlich mit so einem Kerl aus dem Chat zusammen ist. Sagt sie so halbwegs. Und sie sagt auch, dass sie meinen Vater eigentlich momentan gar nicht mehr zurück will. Aha, bei ihr ist die Sache gelaufen. Ja, aber auf der anderen Seite sagt sie auch, dass sie ihn vermisst. Also es ist irgendwie immer so zweideutig. Mhm. So, wie ist denn dein Kontakt im Moment zu deinem Vater? Ganz schlecht. Wie kommt das? Also wenn ich bei ihm anrufe oder bei ihm vorbeigehe, dann redet er eigentlich relativ wenig und ist eher abwesend. Mhm. Und von sich aus meldet er sich bei uns Kinder eigentlich gar nicht. Das heißt, der Vater hat mit euch oder mit dir, du bist ja nun eine junge Frau schon, er hat mit dir nie mal klar darüber geredet, was da los ist und warum er sich getrennt hat oder warum das nicht mehr funktioniert hat. Er hat schon drüber geredet, aber nicht mit mir eigentlich, nur mit meiner Mutter und die hat es mir eben erzählt. Und was hat er deiner Mutter gesagt? Es war eben immer so, dass
in unserer Familie war es eigentlich immer oder ist es eigentlich für mich zerrüttet. Weil meine Mutter hat mit ihrer Mutter und ihrer Familie eigentlich relativ wenig Kontakt, weil früher Sachen vorgefallen sind, die ich aber gar nicht weiß so richtig. Und ich habe halt gerade mit meiner Oma und meiner Tante alle ein richtig gutes Verhältnis und sind eigentlich die einzigen, wo auch im Moment für mich da sind und zu mir stehen. Und er sagt halt, dass er damals eigentlich eher eine Marionette von meiner Mutter war und sie öfters bei ihren Eltern und Familie war als bei ihm. Und ach so, also so ein ganz deswegen alter, verknoteter Zustand letztendlich, genau, der sich über Jahre so entwickelt hat. Er wollte gehen. Er wollte gehen. Also von ihm ging die Entscheidung aus. Ja, die waren an Silvester noch zusammen weg. Und dann am 1. Januar morgens hat er seine Sachen gepackt oder ein paar und ist gegangen. Hat gesagt, aber nur für ein paar Tage und das geht jetzt seit 8 Monaten. So, jetzt rufst du mich an, Julia. Ja. Versuch das mal ganz auf den Punkt zu formulieren, was jetzt der Grund des Anrufs für dich hier ist, was dein Herz so bewegt. Also es ist im Moment eigentlich alles. Ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll, dass mein Vater weg ist, weil er für mich eigentlich immer alles war. Dann ist die Situation, dass ich komplett verantwortlich für meinen Bruder bin, weil meine Mutter weg ist. Und ich denke, ich bin 19, ich habe eigentlich nicht so große Verantwortung für meinen Bruder zu übernehmen. Lass uns mal mit dem ersten anfangen. Das ist, das glaube ich, dass es sehr schmerzlich ist, wenn so eine Familie auseinandergerissen ist. Und vor allen Dingen, wenn du sagst, dass du früher auch ein gutes Verhältnis zu deinem Vater hattest. Aber es gibt halt nun immer und immer und immer und immer wieder den Fall, dass Ehen kaputt gehen. Ja. Und dann ist es oftmals klüger und für alle das Beste, sich zu trennen, als es krampfhaft aufrechtzuerhalten. Dann muss man die Traurigkeit und den Schmerz, der damit verbunden ist, den muss man akzeptieren, den muss man auch als Kind akzeptieren, denn es geht ja um deine Eltern. Und die Eltern sind erwachsene Menschen, die das für sich jetzt so entschieden haben. Ja. Ich sage aber, das Schlimme ist gar nicht, dass die sich trennt haben, aber das Schlimme ist eigentlich grundsätzlich, dass er sich gerade um uns Kinder überhaupt nicht kümmert. Was hast du denn für eine These, für eine Erklärung, dass er sich nicht mehr kümmert? Keine Ahnung. Ich habe keine. Und vorher war das Verhältnis zwischen euch, also den Kindern und dem Vater, immer gut? Also mein Bruder war immer so Mutterkind und ich war eigentlich immer so Papakind. Das heißt, du bist sehr enttäuscht auch von deinem Vater? Ja. Und hast keine Erklärung, warum er dich eigentlich jetzt hat fallen lassen? Nö. Das ist traurig. Vielleicht hat er auch ein bisschen Angst wegen meiner Mutter anzurufen, weil er denkt, dann erzählt sie wieder irgendwas. So. Es ist eigentlich komplett in der ganzen Familie so hin und her. Hast du ihm denn diese Enttäuschung mal gesagt oder mitgeteilt, dass du von ihm als Vater enttäuscht bist? Also sie haben schon ein paar Mal darauf Anspruch, aber wie gesagt, wenn ich mit ihm ein Gespräch suche, ist er total abwesend. Jetzt habe ich die Woche einen 3 Seiten langen Brief geschrieben, haben aber noch nicht abgeschickt, weil ich noch am Überlegen bin, ob ich es überhaupt machen soll. Was kommt denn in dem Brief das so grob vor über das, worüber wir gerade gesprochen haben? Genau. Ja. Also es kommt eigentlich komplett alles. Ich habe meine ganzen Gefühle, meine ganzen Gedanken, alles habe ich in den Brief reingeschrieben. So, dann finde ich auch, das ist eigentlich eine gute Entscheidung, den wegzuschicken. Damit er kapiert, was er da macht. Man kann ihm nicht so einen Vorwurf machen, dass er seine Frau verlassen hat. Da können wir gar nicht reingucken, was da alles schiefgelaufen ist. Offensichtlich ist da viel schiefgelaufen, sonst hätte er den Schritt nicht unternommen. Ja. Aber er muss sich um seine Kinder kümmern. Er sollte sich um seine Kinder kümmern. Und vielleicht ist er auch so gefangen im Moment, dass er auch so durcheinander ist. Ich weiß es nicht, dass er sich gar nicht richtig den Kopf macht, was mit euch ist und wie das Ganze auf euch wirkt. Ja. Deshalb ist so ein Brief, wo man dann auch ganz ausführlich reinschreiben kann, wie es einem zumute ist, finde ich schon mal einen sehr guten Schritt. Ich glaube, das ist auch das Beste, was du überhaupt tun kannst im Moment, was den Vater anbelangt. Dann muss er reagieren. Ja, das ist auch meine letzte Hoffnung. So, und wenn er nicht reagiert, dann ist das sehr traurig und sehr schlimm. Aber dann kannst du nichts machen. Ja. So, das Zweite, Verantwortung für den 15-jährigen Bruder zu übernehmen, finde ich von deiner Mutter auch etwas krass, muss ich sagen. Dass die dann einfach abhaut und sagt hier, Julia, mach du mal, pass auf. Auch hier die Frage, hast du ihr das so klar gesagt, dass du das nicht so möchtest und du auch dein eigenes Leben führen willst? Ja, habe ich schon. Was hat sie gesagt?
sie hat gesagt, dass ihre Kinder ja eigentlich auch immer weg sind und dass sie auch aus dem Haus muss und nicht den ganzen Tag allein rumsitzen will. Dann habe ich zu ihr gesagt, dass das ja auch verständlich ist, aber dass sie nicht 2 Wochen am Stück eigentlich weg sein muss. Finde ich auch. Sehe ich genauso wie du. Und vor allen Dingen, es könnte ja auch sein, dass du auch schon aus dem Haus bist, wärst. Könnte ja rein theoretisch sein. Ja. Dann müsste sie sich ja auch anders um ihren Sohn kümmern. Also da würde ich nochmal eindringlich, wenn du sagst, ihr könnt schon fast so wie Freundinnen reden oder dir ist das sogar schon zu viel, was sie dir alles erzählt, würde ich dann nochmal eindringlicher auf sie einsprechen, dass das nicht noch weiter einreißt, das Ganze. Ja, aber das Problem ist, ich habe schon ein paar Mal versucht, aber sie reagiert da eigentlich auch nicht drauf. Sie meint, sie ist im Recht, weil sie schließlich eigentlich fast 2 erwachsene Kinder hat und eher eigentlich die Verantwortung übernehmen könnte. Mhm. Aber es ist auch das Verhältnis zwischen meiner Mutter und meinem Bruder ist richtig extrem. Die schmeißen sich Ausdrücke in den Kopf und die verstehen sich überhaupt nicht. Und ich stehe dann immer zwischen 2 Stühlen und weiß eigentlich nicht, was ich machen soll. Mhm. Verstehe. Gibt es denn irgendjemanden in der Familie, einen Vertrauten, mit dem du dich mal so ein bisschen beraten könntest, der die Verhältnisse gut kennt? Also ich sag gerade, meine Oma und meine Tante, die sind die Beste, wo ich gerade im Moment habe, weil die hören mir zu, die sind für mich da, die helfen mir, egal was ich vorhabe und da bin ich auch richtig stolz drauf. Das ist gut. Aber das ist ja wichtig, so einen Ansprechpartner zu haben. Was sind denn deine Pläne? Du bist 19 Jahre alt. Ja. Was machst du zum Beispiel zur Zeit? Gehst du noch zur Schule? Ich habe Ausbildung zur Krankenschwester angefangen, bin dann aber krank geworden und wurde mal operiert dieses Jahr und habe meine Ausbildung dann abgebrochen und fange jetzt aber eine neue als Arzthelferin an. Ach so, und das bedeutet dann, dass du auf jeden Fall dann noch eine Weile auch in der mütterlichen Wohnung wohnen bleibst? Ja, also da, wo ich meine erste Ausbildung gemacht habe, da habe ich woanders gewohnt. Ja. Und da hat sie mich dann halt immer angerufen und hat mir da alles erzählt. Aber also ich habe nie Ruhe gehabt. Ich finde, dass du Grenzen ziehen musst, Julia. Grenzen ziehen musst gegenüber deiner Mutter. Wenn du auch die Details der Sexualität zwischen deinen Eltern nicht wissen möchtest, dann sag ihr das. Das wollen manche Kinder gar nicht wissen, das kann ich auch verstehen. Wenn sie das mit jemandem besprechen will, dann mit jemand anderem, aber nicht mit dir. Und poche doch noch mehr auf dein Recht, dass du auch deine eigene Sache machst. Natürlich kannst du auch mal auf deinen Bruder aufpassen, ist ja, ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber eben nicht über so lange Strecken und immer wieder. Ja. Ich würde dir gerne noch meinen Psychologen zu einem Gespräch geben, der dir vielleicht noch ein paar Tipps geben kann, die dir noch weiterhelfen können. Ja. Gerade im Umgang auch mit deinem Bruder und dann auch mit deiner Mutter. Okay. Aber mit deinem Vater, zieh alles mal so durch, wie du das schon sehr klug eingefädelt hast. Mhm. Liebe Julia, alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss, wir melden uns gleich nochmal. Du legst auf, ne? Ja, tschüss. Danke schön. Tschüss. Und weiter geht's mit Sven. Sven ist 33. Hallo Sven. Ja, hallo Domian. Hallo Sven, guten Morgen. Morgen. Um was geht's bei dir? Und zwar habe ich im Herbst letzten Jahres schon mal mit dir telefoniert. Da ging es um meine Frau. Mhm. Und zwar hat sie eine seltene Krankheit, eine Rasmussen-Enzephalitis. Mhm. Und zwar ging es darum, das Hirn zerfrisst sich, eine Großhirnhälfte. Ja. So, das ist die rechte Seite bei ihr und da wird die Motorik der linken Seite beeinträchtigt bei ihr. Mhm. So, und die Ärzte haben damals soweit eingeschränkt mit Medikamente und haben gesagt, okay, es ist zwar da, die Rasmussen-Enzephalitis, aber sie kann eigentlich nicht ausbrechen. Mhm. Großartig, so. Und daraufhin hatten wir damals geheiratet. Habe ich gesagt, okay, wenn mal irgendwas ist, dann ich bin für dich da. Mhm. Und lass mich kurz mal einhaken, damit wir alle das immer so zeitlich einordnen. Ja. Wann ist die Krankheit diagnostiziert worden bei deiner Frau, Frau? Und zwar letztes Jahr im Sommer, Hochsommer, ist die diagnostiziert worden, aber er hat gesagt, man hätte das schon 4 Jahre eher erkennen müssen normalerweise. Was hatte sie eigentlich für Beschwerden? Wie ist man überhaupt dann darauf gekommen? Man hat erst zu ihr gesagt, sie hätte Epilepsie, epileptische Anfälle gehabt. Ja. Und dann hat sie aber einen kribbelnden Arm und Bein gehabt und konnte mal aus dem linken Auge nichts sehen zwischendurch. Mhm. Und daraufhin hat man Kernspintomographie hat man dann gesehen beim MRT, dass das Hirn sich nach zu nach zerfrisst, also die eine Großhirnhälfte. Eine furchtbare Erkrankung. Ja, muss man sagen. An die man mit medizinischen Mitteln, mit Medikamenten und so nicht ran kann.
Sie machen jetzt eine medikamentöse Behandlung. Hätte man das vielleicht sehr viel eher damals vor ein paar Jahren erkannt, die Krankheit, hätte man sogar operativ eingreifen können. Achso, das heißt, da hätte man den Herd herausschneiden können, ja, von ganz genau, wo der Anfang herkam. Ganz genau. Du hast dann deine damalige Freundin dann geheiratet. Jetzt seid ihr beiden verheiratet. Genau. Was ist der Stand der Dinge aktuell? Es ist schlimmer geworden. Die Krankheit ist jetzt richtig ausgebrochen bei ihr. Das heißt, sie hatte einen Tag mal 4 Anfälle gehabt fast, innerhalb von 30 Stunden, 4 epileptische Anfälle. Mhm. Und daraufhin konnte sie dann über eine Woche das linke Bein und linken Arm nicht mehr bewegen. Mhm. War also taub komplett. Ja. Und dann konnte sie auch links nichts mehr sehen. Sie war aber auch zwischendurch mal für 2 Wochen fast blind gewesen. Das hat sich dann aber ein bisschen wieder gegeben. Ja, das kriegt sie dann immer schubweise. Mhm. Und die Ärzte können momentan nichts machen. Sie ist schon medikamentös ziemlich hoch eingestellt, sagen wir mal. Ja. Höchste, was es momentan gibt. Und sie wird irgendwann auch mal zum Pflegefall werden. Mhm. Damals hat man gesagt, okay, und Kinderwunsch ist ja eigentlich auch da von meiner Frau, hat man damals gesagt. Das wäre möglich, weil die Krankheit ja nicht ausgebrochen ist. Jetzt ist sie ausgebrochen. Kinderwunsch ist auch hinfällig, sagen wir so. Wie alt ist deine Frau eigentlich? 22. 22 erst? Ja. 22 erst. Ist es so, dass sie im Moment, kann sie denn, also gehen, sich bewegen, kann sie noch alleine? Ja, momentan schon. Ja. Wie gesagt, es kommt immer so schubweise. Wenn, dann kann sie auf der anderen Sekunde, kann sie auf einmal nicht gehen oder nichts mehr sehen oder den Arm nicht mehr bewegen. Das heißt, da hängt ein Damoklesschwert über ihr und über euch, dass das jeden Tag, jede Woche schlimmer werden kann. Ganz genau. Bis hin zu einem, dass sie komplett pflegebedürftig wird. Ja. Ist sie so geistig normal und ansprechbar? Ja. Das schon. Also da merkst du keine Wesensveränderungen. Nein, das ist keine Wesensveränderung. Einzige, was irgendwann noch hinzukommt, ist Sprachstörung irgendwann mal. Sprachstörung. Ja, die kommen auch noch hinzu. Als du sie geheiratet hast, stand die Krankheit sozusagen still. Da war sie noch nicht ausgebrochen. Da war die nicht richtig ausgebrochen. Mhm. Man hat sie zwar diagnostiziert, aber man hat gesagt, anhand der Untersuchung ist sie bei ihr nicht ausgebrochen. Es ist eigentlich eine Kinderkrankheit. Mhm. Die bei Kindern ausbricht, aber bei ihr sind nicht ausgebrochen, also waren sie guter Dinge, die Ärzte. Warum hast du deine Frau geheiratet? Ich habe mich über die Krankheit informiert und habe mir gedacht, für den Fall der Fälle, dass wirklich mal so schlimm kommt, werde ich für sie da sein. Das heißt, das war eine klare Entscheidung. Du hast bei der Eheschließung die Krankheit nicht verdrängt nach dem Motto, ach, das wird schon nicht so schlimm kommen, sondern du hast dir klar gemacht, es könnte schlimm kommen und dann will ich für sie da sein. Genau. Das ist natürlich ein ganz großer Akt der Liebe. Ja. So, und jetzt ist es aber viel schneller so schlimm gekommen, als du und ihr wahrscheinlich vermutet habt. Ja, genau. Wie ergeht es denn dir damit, mit dieser Situation? Die ist ja für dich nun auch ausgesprochen schwierig und bedrückend. Ja, sagen wir mal so, ich komme soweit damit klar. Nur meine Frau und ich haben öfter Streitpunkte in den letzten Monaten. Worüber? Ja, sie will es nicht wahrhaben, sagen wir so. Mhm. Wie es mal später kommen kann, sie will auch nichts großartig darüber wissen, über die Krankheit. Das heißt, sie verdrängt es eigentlich. Ja, genau. Mhm. Und dadurch entstehen Aggressionen wahrscheinlich auf sich selbst und dann auf dich bezogen. Ja, und ich natürlich auch, weil irgendwann muss sie es ja auch selber mal begreifen, dass es mal irgendwann noch schlimmer kommen kann und dass dann wirklich vielleicht im Rollstuhl sitzt oder so und sich nicht mehr laufen kann. Das heißt, wenn du so etwas ausmalst, wird sie böse und blockt ab. Ja, böse, sie blockt ab und fängt an zu weinen. Also böse wird sie nicht. Sie sagt immer nein, das will ich nicht und so weiter. Ihr habt keine Hilfe zur Seite, ne? Keine psychologische Unterstützung. Ja, doch, psychologische Unterstützung. Sie hat eine Psychologin und ab und an, wie gesagt, fährt sie auch hin und redet auch über alles andere, Familienverhältnisse auch noch, weil da
gebröckelt hat bei ihr, in ihrer Familie, wo sie den Kontakt mit abgebrochen hat im Nachhinein. Aber es gelingt nicht innerhalb dieser Gespräche mit der Psychologin, dass die Psychologin sie näher heranführt an die Realität, an die Tatsache. Das funktioniert nicht. Wir haben jetzt auch eine Reha-Kur beantragt. Mhm. Und was extra für sie ist, damit sie mal wieder Stressbewältigung machen kann und alles. Das ist nicht schlecht, ja, genau. Dann gehst du mit in die Kur oder fährt sie alleine? Nee, sie wird alleine in die Kur fahren. Ist vielleicht auch mal ganz gut, dass ihr beiden ein bisschen auseinanderkommt. Genau, sie wird aber auch dann da vielleicht auch besser damit klarkommen im Nachhinein, weil da sind ja auch Psychologen und Ärzte, die sich mit dem Fall ja auch befassen. Mhm. Du hast vorhin eine Andeutung mit dem Kinder bekommen gemacht. Das war natürlich wahrscheinlich ein Wunsch von euch, dass ihr mal irgendwann Kinder bekommen würdet. Ja. Das Thema ist jetzt vom Tisch, ne? Ja, das ist vom Tisch. Wie ist das für dich und für sie? Für mich ist es in Ordnung. Ich habe zwei Söhne noch, einen 13-Jährigen und einen 8-Jährigen. Mhm. Aber für sie ist es unheimlich schwer. Ich habe ihr am Anfang des Jahres in dem Sinne dann noch zwei Katzen geschenkt. Mhm. Zwei Babykatzen, aber ist ja so gesehen nicht das Gleiche für sie. Nee, natürlich nicht. Ja. Also es ist schon sehr schwer. Also kommt das als Problem auch noch dazu, dass sie sich damit arrangieren muss, dass sie keine Kinder haben wird. Genau. Neben der schweren Erkrankung und den vielleicht sehr düsteren Aussichten, was ihr Leben betrifft. Habt ihr denn überhaupt noch so, was man ein normales Eheleben nennt? Schlaft ihr miteinander? Ja, doch. Das geht auch noch? Ja, ja. Mhm. Das ist für sie auch, macht sie das mit Spaß noch, oder? Ja, ja, natürlich. Mhm. Selbst wenn ihr mal nicht so gut geht, aber ihr macht es Spaß. Warum hast du dich heute nochmal gemeldet? Und zwar so, wie es weiterging. Weil damals war ja alles in Ordnung soweit und war ja alles soweit noch im Lot, sagen wir mal. Mhm. Und jetzt Knall auf Fall, ziemlich heftig und auch psychisch starke Belastung gewesen. Mhm. Ja, meine Frau lässt auch nicht viel mit sich reden. Also du hast auch schon Onkel, Tanten und so mal mit ihr geredet teilweise, aber... Du hast auch Angst. Vor der Zukunft. Weniger. Ich habe mehr Angst, dass es in Zukunft immer noch nicht einsieht irgendwann. Na ja gut, aber das ist ja damit verbunden, dass es dann immer noch schlimmer wird und... Ganz genau. Dann werden die Streitereien natürlich öfter. Bereust du die Heirat? Nein. Auf keinen Fall. Das heißt, die Gefühle, trotz aller Belastung, sind nach wie vor unangefochten da. Ja, natürlich. Das ist doch super. Mhm. Wenn irgendwas ist und sie muss nachts einen Krankenwagen bestellen oder so, dann bin ich auch die ganze Nacht dann über da. Kann das denn sein, Sven, dass es jetzt... bedauerlicherweise so eine Schubphase gab in diesem Jahr, dass es da sich denn doch nochmal beruhigt? Ist das auch möglich bei der Erkrankung? Also die Krankheit wird sich nie beruhigen. Mhm. Es werden immer ein paar Schübe kommen, wo es sehr stark sein wird und irgendwann kann es passieren, dass so ein Schub kommt, dass sie dann, wie gesagt, für immer entweder erblindet ist und die linke Seite komplett gelähmt ist. Mhm. Ja. Da hast du keine Angst vor? Nein. Respekt. Ich hab mich erkundigt über diese Krankheit, mit Ärzten drüber geredet, unter vier Augen auch, ohne meine Frau dann weil ich alles wissen wollte und was im schlimmsten Fall passieren kann und alles. Das heißt, du gehst ja ganz tapfer, voll informiert ran und so nach dem Motto, wie es kommt, so kommt es und das stehen wir durch. Genau. Respekt. Hut. Ich ziehe meinen Hut, Sven. Wirklich. Wirklich. Umso wichtiger ist, dass deine Frau vorsichtig, behutsam, gut, psychologisch abgefedert in ihre Realität hineingeschoben wird. Da ist natürlich diese Reha-Klinik eine Hoffnung, sofern dort auch psychologische Gespräche stattfinden. Ich glaube, das ist das A und O, dass deine Frau einen Menschen an die Seite bekommt, einen Fachmann, einen Psychologen, der mit ihr das erarbeitet, dass sie das akzeptieren kann, mit ihr die Akzeptanz erarbeitet. Ja. Ich glaube, dann wird das für euch auch wesentlich angenehmer und entspannter werden, das Leben miteinander. Vielleicht ist das jetzt eine Chance, diese Reha-Klinik. Ja, hoffe ich auch. Oder hoffen wir auch, sagen wir mal so. Wie lange dauert das? Also, die sagten so, die Reha würde 3 bis 4 Wochen erstmal dauern. Mhm.
Und danach wird weitergesehen, sagten auch die Ärzte. Und vielleicht ist, wie ich das vorhin schon sagte, auch mal ganz gut, dass ihr dann mal so einen Monat mal getrennt seid. Ja. Das könnte auch eigentlich beruhigend, glaube ich, für beide Gemüter wirken. Wenn das nichts nutzt und oder wenn das noch nicht greifend genug war, die Behandlung in der Reha, würde ich dir wirklich dringend vorschlagen, zu überlegen oder mit ihr auch zusammen zu überlegen, eine andere psychologische Betreuung oder eine zusätzliche psychologische Betreuung zu suchen, neben der, die da schon vorhanden ist. Ja. Für sie. Ich glaube, dass du es alleine nicht schaffen wirst. Nee. Das liegt gar nicht daran, dass du keine Fähigkeiten hast, aber das liegt an deiner Rolle. Ja, natürlich. Weil ich ja die nächste Person auch bin. Genau, ganz genau. Ja, nee, im Krankenhaus, die haben ja auch Psychologen und zwischendurch, wenn sie mal länger als 3 Tage im Krankenhaus ist, dann kommen Psychologen auch hoch und reden nochmal mit ihr. Ja, das ist alles ehrenwert, aber das bringt natürlich nichts, wenn du mal so alle paar Tage mal ein bisschen redest. Das muss dann schon ein bisschen professioneller und strukturierter reingegangen werden. Ja. Wenn du möchtest, können wir mal versuchen, dir noch ein paar Tipps zu geben für den Fall, dass nach der Reha noch eine psychologische Begleitung nötig ist. Wie, wann, wer und dafür vielleicht in Frage käme. Ja. Ja, dann würden wir dich zurückrufen, jetzt gleich nochmal. Mhm. Ich wünsche deiner Frau von Herzen alles Gute, Sven, wirklich. Ja. Und sag nochmal toll, was du da machst. Sehr, sehr toll. Ja, danke. Guter Typ. Alles Liebe, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar, danke. Sven, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, kostenfrei für euch. Das hier ist eine Live-Telefon-Talkshow. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier im WDR Fernsehen oder hier im Radio bei 1 Live oder bei 1 Festival, dann meldet euch hier unter dieser Nummer. Oder mailt domain@wdr.de und die Themen sind hier grenzenlos. Also ihr könnt euch hier bei mir melden über zu allem, was ihr gerne reden wollt und über was ihr gerne sprechen wollt. Sage ich mal für die so zufällig in die Kanäle hineinschalten. Annika ist hier. Annika ist 23. Guten Morgen. Hallo. Hallo Annika, was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich habe einen Freund gehabt bis zum 22.07., war davor 2 Wochen im Urlaub und ja, dann bin ich aus dem Urlaub wieder gekommen und dann hat er sich von mir getrennt. Wie lange wart ihr denn vorher zusammen gewesen? Wir waren 6 Monate zusammen, haben uns aber auch schon fast 4 Jahre gekannt und das Jahr, bevor wir halt zusammengekommen sind, wurde das halt immer besser, also unser Kennenlernen und ja, haben wir dann halt gemerkt, dass wir gerne zusammen sein möchten und ja, und dann hat er sich von mir getrennt. Dann kamst du aus dem Urlaub? Mhm. Wo warst du? Ich war auf Gran Canaria mit meiner Schwester und meiner Mutter. So, dann kommst du zurück aus der Sonne? Genau. Und habt ihr zwischendurch mal gesimst? Ja, ich hatte halt die Möglichkeit, über das Internet mit ihm zu schreiben, bei ICQ. War das ganz normal? Die erste Woche war es normal und dann die zweite Woche habe ich schon gemerkt, also irgendwas ist da. Da habe ich dann auch mal zu einer Freundin, die ich da kennengelernt habe, also irgendwie ich das Gefühl, er macht Schluss und... Ach so. Weiß nicht, ich habe es halt gemerkt und... Und ja, dann kamst du zurück und dann hat er hier... Dir also unter 4 Augen Schluss gemacht oder hat er? Nee, also es war so, dass wir halt so verabredet waren, dass wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme und es nicht ganz so spät ist, dass ich mich noch bei ihm melden soll. Es war halt schon 1 Uhr morgens und habe halt trotzdem probiert, ihn anzurufen und am nächsten Tag habe ich ihn dann im Endeffekt erst erreicht. Und da war er auch schon total komisch am Telefon, war aber zu der Zeit noch auf der Arbeit und hat halt gesagt, er möchte halt abends mit mir reden. Und habe ich gesagt, ja, was gibt's denn da zu reden, was ist denn los und so. Und ja, und Dann habe ich klar deutlich angesprochen, so, ja, möchtest du Schluss machen? Und dann hat er gesagt, ja, wenn ich jetzt Nein sagen würde, würde ich lügen. Also ich muss eigentlich schon Ja sagen, aber ich möchte dir das eigentlich nur mal unter 4 Augen sagen. Ja, und daraufhin habe ich dann gesagt, nee, das möchte ich nicht, möchte dann gar keinen Kontakt haben. Und ach so, ihr habt gar nicht dann mehr unter 4 Augen gesprochen? Doch, ja, das kam dann später, weil ich dann abends halt doch das Bedürfnis hatte, ja, sicher, mit ihm darüber zu reden. Was ist seine Begründung gewesen? Warum wollte er Schluss machen? Ja, so hat er mir gesagt, dass er liebt mich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, aber warum denn? Was denn? Du hast mir irgendwie, weil vor dem Urlaub hat er nämlich noch einen Tag vorher gesagt, dass er mich liebt. Und das hat sich für mich das erste Mal wahrheitsgemäß angehört. Und das wunderte mich dann halt, dass das dann so nach 2 Wochen vorbei sein soll. Und dann würde mich auch wundern, in der Tat, ja. Ja. Und dann hat er halt gesagt, er hätte ja schon länger drüber nachgedacht und er meinte dann irgendwie nur, ich bin halt so, wie ich bin und
stotterte dann rum und da kam dann irgendwie nicht viel mehr bei raus. Und das fand ich halt immer etwas unbefriedigend irgendwie. Aber was meinst du, wie oft und wie leichtfertig Menschen diesen Satz sagen, ich liebe dich? Ja. Deswegen, es ist so eine große Aussage, aber oftmals hat sie gar keinen großen Wert, weil es so dahin gesagt wurde. Ja. So, 22. Juli, ne? Sagst du, bist du zurückgekommen. Genau. Hast du seitdem Kontakt mit ihm gehabt? Regelmäßig. Regelmäßig sogar? Das, also ich würde jetzt, oder andere würden jetzt sagen, das Schlimme ist, dass das dann, wenn wir uns sehen, immer noch so ist, als wären wir zusammen mit allem drum und dran. Also wir schlafen noch miteinander. Ach, ich schlafe noch miteinander. Er sagt Schatz zu mir und also es ist super schön, wenn er hier ist. Und aber ihr seid nicht zusammen. Wo ist denn da die Definition? Was heißt zusammen sein, nicht zusammen sein? Was wäre denn anders, wenn ihr zusammen wärt? Ja, eigentlich nichts. Frage ich mich nämlich gerade auch so. Ja, und am Donnerstag hatten wir jetzt halt ein klärendes Gespräch, da habe ich dann halt definitiv angesprochen, wo ich bei ihm stehe. Und er hat dann halt, konnte er mir das dann auch erst nicht sagen. Und ich habe ihm dann halt aber auch gesagt, weil er halt auch in der Beziehung so quasi mein bester Freund war, dass ich halt auch Angst habe, ihn irgendwie als besten Freund zu verlieren. So. Und dann meinte er so, ja, also da hat er sich auch schon Gedanken drüber gemacht und er möchte mich auch als super gute oder beste Freundin haben, das braucht er auch und er wünscht sich das auch alles. Und ja, und dann haben wir halt dann beschlossen, dass wir halt beste Freunde sind oder gute Freunde. Und aber die besten Freunde laufen direkt voneinander weg oder kriegen den Koller, wenn einer eine neue Liebe hat. Ja, das haben wir halt auch schon gesagt. Und was mich stark gewundert hat, war, dass er gesagt hat, dass er sich wünscht, wenn ich, sobald ich was Neues habe, ihm das dann bitte mitteile. Mhm. Weil? Weiß ich nicht. Habe ich ihn dann auch gefragt. Da sagt er nur so. Und dann, vielleicht um dann das endgültig zu beenden oder so, ich weiß es nicht. Hast du den Eindruck, als er das so gesagt hat, lag da Eifersucht in der Stimme oder einfach nur so Interesse? Beides. Also ich weiß, dass er eifersüchtig ist, weil wenn ich nämlich zum Beispiel gesagt habe, ich treffe mich mit meinem Ex, mit dem ich mich mittlerweile super gut verstehe, wir sind super gut befreundet, dann hat man schon gemerkt, dass er eifersüchtig ist. Also jetzt immer noch? Jetzt auch noch? Mhm. Ich glaube schon. Aber er will nicht mit dir zusammen sein, er will dich als gute Freundin haben, er sagt, dass er dich nicht mehr liebt. Genau. Und es wurstelt sich so dahin. Ja. Und für ihn ist das ja auch eine sehr praktische Lage zurzeit. Ja. Er hat seine Kuschelmaus Annika, ne, mit der man alles machen kann, wirklich alles im Moment. Ja. Man trägt keine Verantwortung, die man eigentlich so in einer Beziehung führt. Alles ist offen. Ja. Und es kommt, wie es kommt. Wenn da eine neue Frau auftaucht, dann nimmt er sich die. Ja. Und dann ist Annika abgeschminkt. Also da muss ich noch hinzufügen, ich weiß zum Beispiel, dass er die Situation nicht ausnutzt, weil ich hatte nämlich dann mal irgendwann zu ihm gesagt, es reicht, ich möchte nicht mehr, dass wir miteinander schlafen. Und wenn die Situation halt davor steht, dann soll er bitte dann endgültig auch sagen, nein, das geht nicht und so. Und dann hatten wir die Situation wieder und dann hat er auch wirklich gesagt, nein, jetzt, also wirklich, du hast das gesagt und ich sehe das halt im Moment auch wirklich genauso, lass das nicht machen. Und dann habe ich ihn halt die ganze Zeit so lange überredet, bis wir dann doch miteinander geschlafen haben. Ja, ich weiß nicht. Ja, dann bist du schuld. Ja, im Endeffekt schon. Ja, ja. Also ich meine... Also Annika, was reden wir? Es könnte sein, dass sich in diesen letzten paar Wochen nochmal seine Gefühlssituation verändert hat. Das glaube ich nicht, weil er sagt nämlich auch, ich soll mir keine Hoffnung machen, da wird nie wieder was kommen. Okay, so, das ist gut, dass du ihm das sagst. Ja. Das sind Hammersätze. Ja. Die wischt man, wenn man Hoffnung hat, sehr gerne zur Seite. Die vergisst man auch sehr gerne. Aber das sind absolute Hammersätze. Ich liebe dich nicht und mach dir keine Hoffnung mehr. Ja. So, die beiden Sätze würde ich mir an der Stelle auftreiben und mir dick über an den PC kleben. Oder da, wo du am meisten hinguckst. Ja. Also bei mir ist es halt aber auch so, dass ich, also mittlerweile... Ich habe mich nicht damit abgefunden. Ich würde mir natürlich wünschen, immer noch mit ihm zusammen zu sein. Alles andere wäre gelogen. Ich glaube, dass du voller Hoffnung bist und jedes Mal, wenn du mit ihm geschlafen hast und die Erzähligkeiten ausgetauscht habt, denkst du, du bist wieder ein bisschen näher an der Illusion dran. Mhm. Das glaube ich. Ja, aber also, weiß ich nicht, wovor ich irgendwie am meisten Angst habe, ist ihn ganz zu verlieren, auch so als Freund, weil der ist mir super wichtig und ich kann halt auch endgut mit ihm über so Sachen reden und so. Und ich habe halt auch Angst, ihn als Freund zu verlieren. So. Und der ist im Moment... irgendwie, manchmal, wenn wir uns verabredet haben, dann versetzt er mich oder... Ja, weil du nicht so wichtig für den bist. Ja. Und wahrscheinlich wirst du den auch als Freund verlieren. Das sind ja auch immer so Sprüche, ich will dich als Freund behalten. In dem Moment, wo... Weißt du, das kann man... Das hat erst eine Realität, wenn man so einen Abstand gewonnen hat, dass es einem nichts mehr ausmacht, wenn der andere eine neue Liebesbeziehung hat.
dann kann man sagen, dass man freut. Ja. Wenn man sich sogar freut mit dem. Wenn du dich mit dem freuen könntest, er hat eine neue Freundin. Ja, das wünsche ich mir auch, dass ich das irgendwann könnte. Das kannst du aber, glaube ich, erst, wenn du erst auf großen Abstand zu dem gegangen bist. Ja, aber das möchte ich nicht. Das kann ich immer. Da musst du dich quälen. Wenn du das jetzt nicht kannst, ich erahne das schon, dann wirst du einfach noch weiter sich so verhalten, bis irgendwann der absolut große Knall kommt. Und der Knall wird kommen, entweder, dass er eine neue Freundin hat oder dass er wirklich keinen Bock hat mehr auf dich und es dir sagt. Und dann hast du die Demütigung und dann hast du wirklich einen Tritt ins Gesicht bekommen. Und dann wirst du wach und dann wirst du dich zurückziehen. Ich habe mir das ja auch schon so oft gedacht, dass ich jetzt erstmal auf Abstand gehe und so. Aber ich habe dann irgendwie Angst, dass sich das so weit aus den Augen verliert, dass man dann gar keinen Kontakt mehr hat. Und das möchte ich nicht. Ja, aber das sind immer so Illusionen, die man da vor sich her trägt. Ja. Wenn es zu diesem wirklichen Zusammenbruch kommt irgendwann, dann hast du auch keinen Kontakt mehr zu ihm. Ja. Vielleicht hast du, wenn du dich klug zurückziehst, ich rede jetzt mal rational, ich weiß, dass das Herz immer anders ist, wenn du dich klug zurückziehst, hast du wahrscheinlich die beste Grundlage, mit diesem Menschen auch langfristig in Kontakt zu sein. Vielleicht anfänglich jetzt nicht so intensiv, aber später intensiver. Wenn du dich jetzt an ihn ranklammerst, läufst du auf das, rast du wie ein Zug auf das Unglück zu. Über kurz oder lang wird es absolut krachen. Und dann ist vorbei. Ja. Dann gibt's Szenen und dann wirst du dir Vorwürfe machen, ihm Vorwürfe machen, wie kannst du mir nur das antun und was man da alles redet. Ja. Also die Vernunft sagt, geh auf Abstand, und aber dein irres Herz sagt, ich kann es nicht. Ja, ist auch so. Ich kann es nicht. Ja. Dann musst du da durch. Dann musst du durch den Schmerz durch. Ja, oje. Ja, das ist halt irgendwie das Problem so. Ich brauche dann halt viel Ablenkung, und zum Beispiel meine beste Freundin, ich wohne in Spruckhövel und die wohnt in Dorben, und das ist total weit auseinander. Und ich habe halt hier im Moment auch nicht so die Kontakte und meiner Mutter. Trotzdem, Annika, ich habe alles Verständnis dieser Welt, dass das Herz stärker ist als die Vernunft. Ich bin tausendmal auch schon ins Verderben gerannt, wo meine Ratio mir sagt, tu es nicht. Aber versuch doch mal, mach doch einfach mal einen Versuch. Verlieren kann man ja immer noch. Gib dir doch einfach mal eine Zeit, dass du mal sagst, die nächsten 2 Wochen gehe ich auf Distanz. Und ja, also ich habe mir auf jeden Fall auch schon mal gesagt, dass ich mich jetzt auf jeden Fall telefonisch nicht mehr melde. Das habe ich ihm auch gesagt. So, da musst du da aber auch, durch. Gut, das musst du da auch durchhalten. Das machst du dich lächerlich. So, und baller dich voll mit Aktivitäten, auch wenn das da, wo du wohnst, nicht so gut geht. Aber versuch irgendwie, dich abzulenken. Mach was, triff dich mit Leuten. Denn wenn man alleine zu Hause sitzt und grübelt oder vor dem PC sitzt oder weiß ich was liest, oder, dann ist man ja mit den Gedanken immer zu dabei und dann bricht es wieder raus. Ja, richtig. So, wir haben eine Linie vorgegeben, du musst es jetzt durchziehen, Annika. Ja, ich hoffe, ich schaffe das. Viel Glück. Alles okay, Gute. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Und hier ist die Ann-Christine. Stimmt das? Ja, Ann-Christine. Ann-Christine. Schön, dass du da bist, Ann-Christine. Ja. Deswegen hast du angerufen. Ich habe lange oft genug versucht, bei euch durchzukommen. Und schon am zweiten Tag nach der Sommerpause schaffst du es. Ja. Das ist ja toll. Das ist, glaube ich, Schicksal. Vielleicht. Erzähl mal, um was es geht. Mein Freund ist, also jetzt kann ich ja sagen, wir haben ja schon Mittwoch, heute vor 4 Wochen an Alkoholmissbrauch gestorben. Also so würde ich es bezeichnen. Vor 4 Wochen gestorben an Alkoholmissbrauch. Ja. Dein Freund. Mhm. Wie alt war dein Freund? Er ist gerade vor einem Monat 36 Jahre geworden. Wie stirbt man an Alkoholmissbrauch? Was ist da? Wenn man eine Hepatitis C hat und 1,5 Flaschen Korn am Tag soll. 1,5 Flaschen Korn und dann eine schwere Lebererkrankung. Ja. Also er hat mir vor ein paar Wochen noch erzählt, dass er halt, dass sich seine Leberwerte gebessert hätten. Was ich ihm natürlich nicht geglaubt habe. Ich hätte mich auf den Kopf stellen können. Wie lange? Nach dem Tod jetzt festgestellt, er hat jeden belogen. Ja. Mich am allerwenigsten. Alle anderen sind noch viel mehr belogen worden. Wie lange wart ihr zusammen? 9 Jahre. Wir waren Montag davor 9 Jahre zusammen. 9 Jahre. Und jetzt ist er tot? Ja. Habt ihr zusammen gewohnt? Nein. Nein. Das hätte ich nie gemacht. Wir hatten so oft Probleme, wir haben uns so oft gestritten. Ich hätte so oft ein blaues Auge. Ich wäre niemals mit ihm zusammengezogen. Er hat dich geschlagen? Ja, wir haben uns gegenseitig geprügelt. Meistens. Ich würde nie behaupten, dass er da alleine schuld dran ist. Ging das meistens im Suff von ihm aus?
Also mein Freund hat nicht nur gesoffen, als ich ihn kennenlernte, hat er noch gejunkt. Ja, also er hat Drogen genommen? Ja. Heroin? Und Heroin und gekokst. Und aufgrund dessen, ich denke, da ist oft genug was im Koksrausch passiert, was ihm unheimlich leid tat. Hast du ihn kennengelernt? Dann hast du ihn kennengelernt, als er schon... Also ich habe ihn kennengelernt, als er schon Drogen genommen hat. Und war er da auch schon Alkoholiker? Er war schon Alkoholiker, aber nicht so stark. Das heißt, ihn also normal und gesund kennst du gar nicht? Nein. Und ich glaube, normal und gesund wäre ich mit dem Typen nie zusammengekommen. Weil wenn er nüchtern war, war der so langweilig. Ach so. Also muss ich sagen, ich habe ihn letztes Jahr irgendwie 4 Wochen oder 5 Wochen nüchtern erlebt und nö. Das heißt, der Alkoholkonsum, Drogenkonsum und das, was der Konsum aus ihm gemacht hat, hat dir sogar nur gefallen? Das hat mir zum größten Teil gefallen. Also weil, wie war er denn durch die Drogen? Er war sehr lebenslustig. Er war Musiker, hatte eine Band, ist drum gezogen. Wann hast du denn... Er hatte immer seine Gitarre dabei mit seinen Freunden. Wir saßen immer im Park und haben, ja, war einfach eine tolle Clique und... Aber du musst doch irgendwann kapiert haben oder gemerkt haben auch, oder anders gefragt, wann hast du gemerkt, dass er auf dem Todesgleis letztendlich ist, mit dem, was er tut? Wir haben immer schon über den Tod gesprochen. Es war immer schon so, dass es auf jeden Fall, ich wusste von Anfang an, worauf ich mich da einlasse, muss ich sagen. Aber 9 Jahre ist eine lange Zeit. Nach wie vielen Jahren wusstest du, der spielt extrem mit seinem Leben? Das weiß ich erst seit so 3 Jahren. Erst seit 3 Jahren? Ja. Aber wie ist das möglich? Mein Freund hat vor 3 Jahren, sein Vater hat ihn vor 3 Jahren aus seiner Wohnung, wo er so lange gelebt hat, rausgeschmissen und hat ihm eine neue besorgt. Und ich glaube, da ist mein Freund überhaupt nicht mehr glücklich gewesen. Er hat zwar ein eigenes Häuschen gehabt, aber war nicht glücklich. Hatte da endlich seinen Übungsraum, aber war da überhaupt nicht mehr glücklich. Ja, schön, aber das ist doch blauäugig gewesen von dir, wenn du das vorher nicht auch schon gedacht hast. Ich mag angehen, dass ich blauäugig bin. Also ich muss dazu sagen, ich habe vor... Also als ich 17 war, meine Freundin an dem gleichen Problem ist sie gestorben. Die hatte Drogen. Die hat immer am Arm sich tot gejunkt. Wenn du so viel Kontakt mit Drogenabhängigen hattest, wie ist es denn bei dir? Hast du auch Drogen? Nee. Gar nichts? Ich habe eine Zeit lang mal mitgesoffen in der Clique, aber das ist mir überhaupt nicht gut gekommen. Das liegt aber daran, dass ich eine Laktoseintoleranz hatte. Ein was? Eine Intoleranz gegen Fructose und Laktose. Ach so, wie und praktisch. Da ich eine Fructoseintoleranz habe, wird das natürlich ganz schwierig mit Alkohol. Ich setze fast keinen Schluck. Wenn ich mal was trinke, weiß ich, 5 Minuten später habe ich solche Magenschmerzen, dass ich lieber lasse. Also all diese vielen Jahre mit deinem Freund, dir war klar, der trinkt Alkohol, der konsumiert Drogen heftigst. Ja, und zu Anfang das hast du so hingenommen. Ja, und zu Anfang hat er auch grundsätzlich die Flasche versteckt, was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil ich finde das unmöglich, wenn Leute heimlich trinken. Also entweder trinken sie vor mir oder sie lassen. Hast du denn in den letzten Jahren zumindest versucht, auf ihn einzureden, dass er... In den letzten Jahren hat jeder versucht, auf ihn einzureden. Und ich habe immer gesagt, ich glaube, ich habe auch in den letzten Jahren schon gesehen, was kommt. Und ich habe gesagt, du mach doch, was du willst. Ist das meine Leber oder ist das deine? Also ich habe dann irgendwann auch aufgegeben, weil ich habe ihn halt so gelassen, wie er war. Also du hast ihn... Er hat mich so geliebt, wie ich war. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, okay. Das klingt sehr cool, was du erzählst. Nicht cool, ja, sondern kühl. Nee, das ist auch sehr kühl. Also im Nachhinein, wenn ich da im Nachhinein drüber nachdenke, ist das wirklich so. Warst du denn nicht sehr erschüttert? Nee, als er vor 4 Wochen gestorben ist, und das ist ja nun ein sehr jämmerlicher Tod auch, ein sehr schlimmer Tod. Wie war dir denn da zumute? Ich bin sehr kühl geblieben, aufgrund dessen, dass ich halt schon wusste, ich wusste vor einem Jahr schon, dass der nur noch ein Jahr zu leben hat. Warst du bei ihm, als er gestorben ist? Nein, ich war nicht bei ihm. Er hat mich morgens weggeschickt, ich bin gegangen. Er wollte auch nie, dass ich dabei bin. Ich habe immer gesagt, ich gucke mir das nicht an. War er im Krankenhaus? Nein, er ist bei mir zu Hause, er ist zu mir gekommen, er ist bei mir zu Hause gestorben. Aber du warst nicht da? Nein, ich war nicht da. Und mein Hund, unser Hund hat Totenwache geschoben. Und wer hat ihn dann tot... Ich habe ihn abends tot gefunden. Dann kamst du in die Wohnung und er war tot. Ja. Und du wusstest also vorher, dass er eigentlich im Sterben liegt. Der hat, naja, er hat halt 2 Tage lang Galle gekotzt und hat gemeint, wenn es ihm schlecht, immer noch so schlecht geht, würde er selber den Notarzt rufen. Ich habe ihn gefragt, er hat gesagt, nein. Es war mir schon klar, dass,
dass er das nicht will. Und dann hat er zu dir gesagt, er will, dass du gehst. Ja, also ich hatte einen Termin und er hat gesagt, geh ruhig. Wo bist du denn hingegangen, wenn ich fragen darf? In die Kemenate. Ich war mal obdachlos und habe dann eine Menge Freundinnen, Frauen. Das ist ein Obdachlosentreff für Frauen, für ehemalige Obdachlose, und da war ich. Und wie viele Stunden warst du da weg? Ich war von morgens 9:30 bis abends um 19 Uhr nicht zurückgekommen. Warst du nicht währenddessen in voller Unruhe, was zu Hause passiert? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. War dir denn fast klar, wenn ich jetzt nach Hause komme, ist der tot? Ich war mittags, ich habe ihn versucht anzurufen mittags, und mir war irgendwie klar, jetzt ist er wohl nicht mehr am Leben. Was? Irgendwie, ich habe das kommen sehen. Ich habe vor einem Jahr zu Freunden von ihm gesagt, die sind 20 Jahre älter als er, Michael, überlebt euch nicht. Als du ihn dann, da warst, du kamst dann in die Wohnung, du warst alleine und hast ihn tot im Bett liegen sehen. Ja, genau. Was hast du da empfunden? Dass er jetzt da oben auf mich aufpasst, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass ich einen Schutzengel habe. Du warst nicht traurig? Nein, überhaupt nicht. Du bist doch jetzt nicht traurig. Ich habe mich sehr gefreut, weil mein Freund war totunglücklich. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen unglücklichen Menschen kennengelernt wie meinen Freund. Und es gab keine Spur von Trauer? Nee, bei mir gab es keine Spur von Trauer. Fällt mir so schwer zu verstehen, an Christian. Ja, das glaube ich, das glaube ich sofort. Ich habe, das war so, seine Mutter kommt aus Finnland. Seine Mutter war eine Woche vorher aus Finnland gekommen, und da ich mich mit seiner Mama nicht besonders gut verstehe, bin ich halt zu mir gefahren. Und mein Freund war an dem Dienstag, woraufhin die Mutter am Mittwoch kam, schon sowas von breit, und ich glaube, dass der das einfach mit Absicht gemacht hat. Ich bin davon überzeugt inzwischen, dass er sich sowas von Bekanntes gegeben hat in der Woche. Der hat am Samstag auf dem Geburtstag seines Bruders da so einen Ausraster gekriegt, dass ich mir schon klar war, was da dem jetzt passiert. Vermisst du ihn? Nein, weil ich weiß, dass er auf mich aufpasst. Bist du erleichtert, dass er weg ist? Ja, weil wir ziemliche Probleme hatten in den letzten Wochen, Monaten. Wir hatten... Er wollte auch nicht, dass ich zugucke. Ich habe immer gesagt, ich möchte dir nicht zugucken beim Sterben, weil ich es schon mal erlebt habe. Warum? Das war für mich viel, viel schlimmer, als meine Freundin gestorben ist. Warum bist du überhaupt so viele Jahre bei diesem Mann geblieben? Ich habe ihn sehr geliebt, und ich wusste, er ist der einzige Mann, der mich so lässt, wie ich bin. Hast du ihn bis zum Schluss geliebt? Das hat, glaube ich, so vor 3 Jahren aufgehört ungefähr. Aber ich habe ihn immer noch sehr gemocht. Er ist ein ganz besonderer Mensch für mich gewesen. Er hat mir unheimlich viel beigebracht. Er ist ein ganz toller Musiker gewesen. Und ja, er war handwerklich sehr geschickt. Er hat mir hier meine ganze Wohnung in Schuss gebracht. Und solche Sachen. Sowas. Jetzt liegt er auf dem Friedhof. Nein, er ist leider noch nicht begraben. Der hat so merkwürdige Eltern, dass sein Vater musste erstmal in Urlaub fahren. Ich kann mich darüber aufregen. Ich hätte, glaube ich, wenn ich solche Eltern hätte, wie er sie hatte, hätte ich mich auch totgesoffen. Hast du das Gefühl, dass irgendwie eine Lücke in deinem Leben entstanden ist? Nein. Ich glaube, dass es jetzt weitergeht. Du merkst, dass ich immer wieder solche Fragen stelle, weil mir das so fremd ist, dieses Empfinden. Ja. Du erklärst das sehr sachlich. Ich glaube, weil ich so sehr an den Himmel und an Engel glaube. Ich habe einen ganz, ganz festen Glauben in mir selbst. Und den lasse ich auch nichts drauf kommen, weil ich weiß, dass es Engel gibt. Mir ist schon einer begegnet. Und ich weiß, dass ich da oben jetzt 2 Schutzengel habe und nicht nur einen. Aber was denkst du denn über sein Verhalten und das, was er getan hat? Lass mich noch fragen. Ist das Leben, was wir haben, nicht unser höchstes Gut? Und ist es nicht, wenn man glaubt, eine extreme Sünde, dieses Leben durch Drogen und Alkohol kaputt zu machen? Muss dazu sagen, mein Freund ist ein Scheidungskind. Und seine Mutter ist, als er 14 war, ist die ab nach Finnland. Und er hat alleine eine Wohnung gekriegt, hat Geld gekriegt und ist dann auf die schiefe Bahn, weil sich kein Arsch um ihn gekümmert hat. Das heißt, du sagst, er ist letztendlich ein Opfer der Verhältnisse seiner Kindheit und Jugend. Ja, das hat er auch selber gesagt. Und ich prangere das an. Ich bin die Einzige in der Familie, die das anprangert. Und ich reg mich sehr darüber echt auf,
was da passiert ist. Ich frage mich bis heute, warum keiner das Jugendamt eingeschaltet hat. So, und jetzt heißt es, dass die Beerdigung noch vor dir liegt. Ja, und ich habe auch beschlossen, ich werde auf diese Beerdigung nicht gehen. Wegen der Familie? Mit der Familie nichts zu tun haben. Ja. Ich habe ein ganz großes Problem mit seiner Mutter. Aber du wirst irgendwie... Ich habe seinem Vater heute eine SMS geschickt, ob mir irgendjemand böse sein kann, wenn ich auf diese Beerdigung nicht gehe. Ich denke, sobald er in Deutschland ist, wird er mir eine Antwort geben. Mhm. Und ich denke, dass er mich vielleicht eher verstehen würde. Also Ann-Christine, das wolltest du mir so erzählen mal, was da passiert ist bei dir und was, welche... Und dazu kommt noch, ich war am Wochenende, ich habe auf Michaels Geburtstag jemanden kennengelernt, der sich inzwischen total mich verknallt hat. Mhm. Und ich weiß noch nicht, ob ich verliebt bin. Ich werde mich mal überraschen lassen. Aber also du darfst mich nicht missverstehen. Nee. Das ist für mich sehr ungewöhnlich und wahrscheinlich für viele Zuschauer auch und Zuhörer, was du erzählt hast. Ja, das glaube ich gerne. Aber ich will darüber nicht urteilen. Wenn du das für dich und wenn du das für dich so siehst und für dein Leben so gerichtet hast, ist das völlig in Ordnung. Insofern bin ich sogar erleichtert, dass es dir gut geht, weil das ist ja nur auch etwas sehr Schlimmes, was vorgefallen ist. Aber wenn du es so siehst, wie du es siehst, ist es gut. Ja. Und wenn sich jetzt vielleicht sogar schon eine neue Liebe oder eine neue Verbindung ergibt, also dann, auf jeden Fall eine Freundschaft. Oder eine Freundschaft. Ich weiß nicht, ob es eine Liebe wird, aber da er so verliebt ist, weiß ich es nämlich nicht. Liebe Ann-Christine, dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Mhm. Kriege ich noch ein Autogramm? Sehr gerne, dann musst du auflegen und wir rufen dich wegen der Anschrift nochmal an. Ja, okay. Alles Liebe. Ja. Tschüss. Tschüss. So, Freunde und Freundinnen, Seida ist hier. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Eine Frau. Ja. Ich habe gerade gesagt, Seida, ist das ein persischer Name? Ein arabischer. Ein arabischer Name. Mhm. Liege ich ja nicht so falsch. Nein. Seida ist 32 Jahre alt. Mhm. Arabische Namen haben ja meistens immer so eine schöne Bedeutung oder eine Bedeutung. Was heißt Seida? Die Glückbringende. Die Glückbringende? Mhm. Wie toll. Hey, ja. Die Glückbringende. Seida, um was geht's? Ja. Es geht darum, dass ich letztes Jahr im August die Diagnose Krebs bekommen habe. Mhm. Jetzt 9 Monate dann fast am Stück im Krankenhaus lag. Um welchen Krebs handelt es sich? Morbus Hodgkin, also Lymphknoten. Lymphknotenkrebs, mhm. Fortgeschrittenes Stadium. Und jetzt muss ich diesen Monat zur Nachsorge. Davor habe ich richtig große Angst, ja. Was hat man gemacht? Hat man dir viele Lymphknoten entnommen? Nein, man hat nur einen einzigen Lymphknoten entnommen. Ja. Alle anderen, also es war einfach auch zu viel. Es waren so viele befallen? Ja, ja. Und was hat man gemacht? Ich habe 8 Zyklen Hochdosis-Chemotherapie bekommen. Oh, das war eine schlimme Zeit sicher, oder? Ja, also ganz schlimm. Und dadurch bin ich auch so lange dann im Krankenhaus geblieben. Mhm. Weil mein Immunsystem dann irgendwann mal, versagt hat. Mhm. Ich lag dann teilweise isoliert und war keine schöne Zeit. Mhm. Hat denn diese schwere und diese intensive Chemotherapie eine Wirkung erzielt? Ja, also man sagt, Therapie erfolgreich abgeschlossen. Nur, ich habe Restgewebe noch am Hals, das man beobachten muss, dass man dann immer regelmäßig abtasten müsste. Was ich aber auch nicht tue, weil ich einfach da nicht hinfassen kann. Verstehe. Das mag man gar nicht fühlen, ne? Nein. Also es ist ganz komisch. Also ich kann da nicht hinfassen. Ganz eigenartig. Also eine ganz schwere Zeit liegt hinter dir. Ja. Eine ganz schwere, belastende Zeit mit großer Todesangst. Ja. Du bist erst 32 Jahre alt. Ja. Wie lebst du? Lebst du allein? Hast du Kinder, eine Familie? Ich habe eine Tochter. Du hast eine Tochter? Ja. Wie alt ist die? Die wird jetzt im September, am 22. September wird sie 9 Jahre alt. 9 Jahre, das heißt, sie kriegt das voll und ganz total mit und kapiert alles. Und wie geht die Tochter damit um? Also am Anfang, klar, war erstmal großer Schock. Es wurde halt viel geweint auch. Also ich habe viel geweint. Meine Schwester, die sich in der Zeit um mich, um meine Tochter gekümmert hat, hat viel geweint. Sie war am Anfang auch relativ viel bei mir im Krankenhaus. Du bist alleinerziehend? Ich bin alleinerziehend. Mhm. Also ich hatte zu der Zeit zwar einen Freund, der hat sich dann aber auch
gleich sofort eigentlich getrennt, nachdem die Chemotherapie begonnen hat. Hast du dem Kind wirklich so die klare Wahrheit gesagt, dass das unter Umständen eine todbringende Erkrankung ist? Mhm. Ja. 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 Jetzt bist du zu Hause seit einer Weile wieder. Mhm. Ja. Wie fühlst du dich denn so? Ist es so körperlich okay? Oder? Nee, überhaupt nicht. Ja. Also es ist einfach nichts mehr so, wie es war. Ich habe durch die Therapie ziemlich viel zugenommen. Mhm. Ich habe ziemlich viel Cortison bekommen. Dadurch bin ich einfach aufgegangen wie ein Hefekloß. Also ich hatte dann 20 Kilo in der Zwischenzeit zugenommen. Mhm. Habe jetzt mittlerweile zwar wieder 8 Kilo unten, aber also es ist ja nicht nur das Gewicht, es ist alles, der ganze Körper. Einem tun die Knochen weh. Mhm. Es tun einem die Füße weh. Morgens kann man die Zähne nicht putzen, weil man die Hände nicht richtig bewegen kann. Das sind dann alles klar, die Haare weg. Das sind alles Folgen von der Chemotherapie. Mhm. Mhm. Dann taube Finger, solche Sachen, ja. Kannst du schlafen? Weniger. Ja. Weniger. Jetzt steht bald eine Untersuchung an. Mhm. Wann genau? Also jetzt am Donnerstag bekomme ich den Termin gesagt. Ach, das heißt, dann wird eine Computertomographie gemacht und eine Kernspintomographie. Mhm. Der ganze Körper wird durchgescannt. Mhm. Und da wird man dir sagen, es ist alles in Ordnung? Ich hoffe es. Mhm. Ich hoffe es. Aber die Angst ist halt da. Natürlich, natürlich. Ja, die Angst ist immer da. Gibt es, du hast wahrscheinlich einen Hausarzt, der dich betreut? Ja. Kann der irgendwie schon aufgrund der Blutwerte vielleicht etwas andeuten? Gut, meine Blutwerte haben sich immer noch nicht erholt von der Chemotherapie. Mhm. Ich gehe alle 2 Wochen zur Blutbildkontrolle. Mhm. Er hat dann zwischendrin auch mal Ultraschall gemacht, um mich zu beruhigen. Aber dadurch, dass einfach überall im ganzen Körper noch so Narbengewebe ist oder Restgewebe ist, kann er mir auch nichts sicher sagen. Mhm. Und am Blutbild sieht man es leider nicht. Diese Erkrankung, das ist eine Krebserkrankung, die Lymphknoten betrifft. Genau. Sind denn Krebszellen auch schon weiter transportiert worden zu anderen Organen? Am Knochen hatte ich auch 2 Stellen, die befallen sind. Ah ja. Am beiden Oberarmknochen. Wie hast du diese schwere Erkrankung bemerkt? Eigentlich gar nicht. Überhaupt. Und wie ist man dann drauf gekommen? Ich hatte vor 3 Jahren irgendwann mal das Pfeiffersche Drüsenfieber. Mhm. Dadurch waren dann klar die Lymphknoten ziemlich dick. Ist normal behandelt worden mit Schmerzmitteln und Antibiotika. Mhm. Aber die Lymphknoten haben sich nie zurückgebildet. Mhm. Die waren immer da und ich bin auch des Öfteren zum Arzt. Nur mein damaliger Hausarzt hat mich immer beruhigt und ja, das bräuchte alles seine Zeit und es wird sich schon geben. Und ja, und irgendwann habe ich resigniert und habe es dann auch aufgegeben, zum Arzt zu gehen, ja. Und letztes Jahr im Sommer habe ich dann aber noch einen Knoten bekommen am Hals, der dann innerhalb von 3 Tagen riesig, also da war wirklich Erbsengröße, als ich ihn gespürt habe das erste Mal. Und nach 3 Tagen war er so knapp 6 Zentimeter groß. Ja. Und daraufhin, ich war immer müde. Bist du dann wieder zu dem Arzt gegangen, der Nein, ich hatte dann einen anderen, Gott sei Dank. Das heißt, wenn dieser erste Arzt... Wenn der einmal einen Ultraschall gemacht hätte... Wenn der vorsichtiger und sorgsamer Umgang dann hätte er das sehen müssen. Ich war wirklich schon fortgeschrittenes Stadium. Es gibt da 4 Stadien. Mhm. Ich war schon Stadium 4b. Und die Ärzte, die mich dann im Krankenhaus betreut haben, sind sich sicher. Also wenn er einmal genauer geschaut hätte, hätte er es auch merken müssen. Das heißt, zu diesem ganzen Unglück kommt jetzt auch noch die Gewissheit, dieser Idiot ist schuld daran, dass ich jetzt so krank bin. Hast du eine Kraft? Hast du Kraft gegen diesen Mediziner noch? Im Moment nicht. Mhm. Also im Moment wirklich nicht. Mhm. Das bisschen Kraft, das ich habe, das brauche ich eigentlich, um das normale Leben zu bewältigen. Das verstehe was ich, auch schwierig ist nach fast einem Jahr. Ja. Kommst du denn finanziell einigermaßen über die Runden? Es geht. Mhm. Also ich habe dann nach 6 Monaten, nachdem ich im Krankenhaus lag, meine Wohnung dann aufgegeben, was einfach nicht mehr tragbar war. Mhm. Haben dann Freunde von mir die Wohnung ausgeräumt. Was ja auch, auch schlimm ist, ne? Wenn man dann sein Zuhause verliert, wenn man schwer krank im Krankenhaus ist. Natürlich, klar, aber man liegt da und man kann es nicht ändern. Also man kann nichts dagegen tun, ja. Ich bin dann aus dem Krankenhaus entlassen worden, bin dann erstmal zu meiner Schwester. Liebe Seider, ich
guck gerade hier auf die Uhr, ja. Unsere Sendung. Du hörst das im Hintergrund, ist gleich zu Ende. Ja, klar. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander haben sprechen können. Ich finde dich sehr nett, finde, dass du eine sehr sympathische Frau bist. Dankeschön. Und wünsche dir so von Herzen, und ich spreche im Namen von ganz, ganz vielen Menschen, dass der Befund gut für dich ausfällt bei der Untersuchung, dass du gesund Dankeschön. Wirst, dass keine neuen Tumore aufgetreten sind. Danke. Wünsche dir von Herzen alles Liebe. Wenn wir dich nochmal zurückrufen sollen, machen wir das gerne. Mhm, alles okay, klar. Dann machen wir das. Dann leg bitte auf. Tschüss. Gut, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's in der Technik. Uwe Peters.